Aktuell ist der Innenbereich des Stadions noch eine Baustelle. Doch das ändert sich bald. Hier, wo früher die Pressekonferenz stattfand, entsteht ein neuer VIP-Bereich. Und das war dringend notwendig. Mit bisher knapp 1400 VIP-Plätzen hat der 1. FC Nürnberg und auch das Grundig-Stadion im Vergleich zu anderen Erstligisten sehr geringe VIP-Kapazitäten. Diese Lücke wollen und müssen wir in Zukunft einfach reduzieren. Und daher haben wir uns entschlossen, den neuen VIP-Bereich hier im Herzen, im ehemaligen Pressekonferenzbereich zu schaffen. Auch wenn noch nicht alles fertig ist, es ist jetzt schon sichtbar. Der neue VIP-Bereich, die BSK-Lounge, wird ein echtes Schmuckstück. Auch die Wege zu den Plätzen sind kurz. Einfach raus und schon sitzt man auf niegelnagelneuen Polstersitzen, quasi direkt am Spielfeldrand. Die BSK-Lounge zeichnet sich aus durch die besondere Nähe zur Mixzone, zu den Interviewbereichen, aber auch die Nähe zum Spielfeld. Die gepolsterten Sitze sind direkt neben dem Spielertunnel, neben der Mixzone. Das heißt, die Gäste sind hier näher dran als in anderen VIP-Bereichen. Die besondere Atmosphäre ist gekennzeichnet durch einen Lounge-Charakter. Das heißt, die Möbel sind sehr wohnlich gehalten. Wir werden hier Front-Cooking anbieten, es wird Cocktails geben, es wird Lounge-Musik geben. Auch die Sanitäranlagen sind natürlich neu. Trotz aktuellem Baustellenfeeling wird die BSK-Lounge rechtzeitig fertig. Momentan ist noch ein bisschen Baustelle, aber wir liegen vollkommen im Zeitplan. Das heißt, kommenden Mittwoch werden wir die BSK-Lounge offiziell eröffnen im Rahmen des U23-Spiels, der U23. Und bis Sonntag wird alles fertig sein und wir hoffen, alle Gäste werden sich sehr wohlfühlen. Doch auch die Journalisten, die hier jetzt nicht mehr untergebracht sind, dürfen sich freuen. In der Turnhalle entsteht eine gemütliche Presselounge und ein optisch abgetrennter großer Raum für die Pressekonferenz. Da dürften keine Wünsche offen bleiben. Das ist natürlich in enger Abstimmung gemacht mit der Vorstandschaft des Verbandes Nordbayerischer Sportjournalisten. Die haben uns da auch tatkräftig unterstützt. Es wird ein wenig längere Laufwege geben. Dafür wird aber die neue Presselounge eben größer und angenehmer zum Arbeiten werden. Ich hoffe, dass das als Ausgleich für die Journalisten ausreichend ist. Viel Neues also im Grundig-Stadion. Wir freuen uns schon, wenn es am Sonntag endlich wieder losgeht.